Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Wir sind auf dem, wir brauchen den Schlüssel fürs Abbaudeck, den wir uns im letzten Part geholt haben. Und treffen mal wieder, oh, meine Lieblinge. Treffen mal wieder auf ein paar Necromorphs. Vor allem meine Lieblinge, die ich so schlecht treffe. Das Einzige, was ich noch mehr hasse, sind die ganz kleinen. Die Babys hasse ich auch. So, wir müssen nach ganz unten aufs Abbaudeck. Nein, zur Wartung müssen wir. Wir haben noch den Abbaudeckschlüssel. Aber er sagt jetzt nach ganz unten. Wenn er eigentlich nach unten und ich kann drei ja gar nicht ausdehnen. Das Geräusch gefällt mir nicht. Ja, Isaac wird toll berechnet, wie er da so hin und her hüpft. Ach, wieder schönes, schleimiges Zeug. Dahin passiert irgendwas. Ach, scheiße! Solche Viecher sind da. Okay. Say hello to my little buddy. Wollte ich schon immer mal sagen. Ah, nein, der hat mich auch schon wieder erwischt. Couch. So, wir gehen wieder hier hinten zurück. Das, hier greifen wir nicht mehr an. Ach, ich mag, wenn man das Spiel austricksen kann. Und Schiffer. Ripper, 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 Ripper. Rip, rip, rip. Let it rip. Hey, endlich macht Beyblade 5. Mann, war der schlecht. Ich glaube, die meisten von euch kennen gar nicht mehr Beyblade. Aber doch, gibt doch eine neue Serie. Dr. Klein, was zum Teufel? Zurück. Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Ja, hier haben wir einen armen Typ. Den ich einfach mal von seinem Leid erlöse. Bringt mir zwar nichts, aber ich konnte es mir einfach nicht so ansehen. Wie er da leidet und leidet und leidet. Also, speichern wir mal wieder und gehen weiter. Wir haben ja gerade gehört, dass Mercer, ja genau. Ich komme ja lange mit den Doktoren mit den Namen durcheinander. Dr. Cross, Dr. Okay, ich habe den anderen schon den Namen vergessen. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, erstmal ein Problem, weil ich nicht mehr so viel Plasma-Cutter-Munition habe. Und ich ja so gut zielen kann. Endlich! Verballer hier alles! Autsch! Geht doch! Hey! Das habe ich doch getroffen! Echt mal! Was? Ist hier irgendwo noch ein? Oh, was? Wie? Wer? Da!
So, das habe ich doch. Ah, da ist irgendwo noch eins. Nein, doch nicht. Doch nicht, falscher Alarm. Ich behalte natürlich die Ruhe selbst. Ich schreie hier natürlich nur rum wegen dem Let's Play, genau. Damit ihr hier was zu lachen habt. Und so. Isaac? Bist du das wirklich? Nico? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Nico? Gut, auf die Seite kommen wir auf jeden Fall nicht. Und, ach verdammt, da hätte ich schon vorher die ganze Zeit alles ranziehen sollen. Na egal. Egal, auf dem Rückweg dran denken, ich werde es vergessen. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Ja, ich warte. Necromorph. Natürlich greifen jetzt die Necromorphs an und lassen uns in Ruhe. Ich finde es immer sehr interessant, dass so gut wie alle Charaktere, die wir treffen, deren Rig immer voll ist. Während unseres natürlich selten mal komplett voll ist. Na gut. Das. Wow, jetzt kommt er hier hin. Nicole, beeil dich. Wie hat die überhaupt so lange überlebt ohne Waffe? Ha, Fragen über Fragen. Scheiße! Jetzt ging die Muni aus! Da ist nur Geld, Geld! Okay, die Tür ist jetzt ein Hinweis. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Ja. Gut, wir können weiter und Nicole geht jetzt weg. Und wir haben wegen ihr all unsere Plasma-Cutter-Muni verschossen. Ich hätte mir doch noch eine andere Fernkampfwaffe holen sollen. Dammit. Naja, ein Energieknoten. Hier ist der SOS-Sender. Isaac. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ja, armer Hammond, wir haben da ein neues Schema. Jetzt können wir auch zum Abbaudeck hoch, müssen wir auch. Puh. Da müssen wir jetzt echt gucken. Wir haben sehr wenig Platz. Was lassen wir zurück? Ich will nämlich doch wenigstens noch ein bisschen Plasma-Katamoni mitnehmen. Dann lassen wir hier ein... lassen wir hier Energiekanonen, Laserkanonen-Muni. Das Problem hat sich ja bald hoffentlich erledigt. Na, hoffentlich. Das Problem hat sich erledigt. Denn wir haben jetzt das Schema für einen neuen Anzug. Ich hoffe, jetzt greift uns nicht schon wieder was an. So. Ach, das hast du ja nicht nachgeladen. Scheiße, ich sehe nichts. Kaputt. Ich sehe schon wieder nichts. Toll, jetzt noch so ein Vieh. Sollte nicht so wild drauf losballern.
Ein Schuss. Kann ich die nicht auch verschießen? Ach, genau, ich konnte die auch verschießen. Ah, da ist noch einer, da ist noch einer. So, haben wir beide erledigt. Ich habe nämlich ja noch viel. Ah! Scheiße! Das läuft gar nicht gut gerade. Ah, noch einer! Kommt ihn alle her! Komm ich da hinten ran? Ja, gut. Den nehme ich mir auch mal. Na, und wir haben mal wieder keine Plasma-Katamuni. Ich glaube, die muss ich mir diesmal im Shop kaufen. Bisher kommen wir noch gut mit dem, was wir finden. Aber, wie ihr seht, es reicht nicht immer. Gut, wieder zurück zum Aufzug. Bei dem fleischigen Zeugs vorbei. Wow, der hat mich jetzt diesmal erschreckt. Der war gut. Der war echt gut. Respekt, Necromorph. Respekt. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. So, ab nach oben. Und hoffentlich kommen nicht wieder Necromorphs. Das wäre nämlich echt doof. So, wir gehen erstmal nach links. Ah, da haben wir wieder so die Kleinen. Ich sehe hier ja nicht. Kopf ab. Ach, daneben. Da. Ja, ich sehe, dass hinter mir einer ist. Stop. Und komm, hier. Hier! Da geht doch. Die kriegen aber auch immer bloß solche Muni und nicht mehr Plasma-Cutter. Mussten wir? Ne, hier mussten wir nicht entlang. Ne, wir mussten auf die andere Seite. Das sieht aber so richtig aus. Na komm, nehmen wir mal hoch. Ah, scheiße. Sind die Viecher da? Da, noch eins. Da ist noch ein bisschen Credits drin. Ach so, da brauchen wir... Ne, brauchen wir keinen. Ach, wir könnten nach da oben fahren, das machen wir jetzt auch gleich noch. Ich will aber erstmal gucken, was hier ist. Strom. Ah, da war noch rein. Verdammt. Naja. Hier wieder Plasma-Energie. Ach, ja. Ach nee, bevor ich hier meine Knoten reinstecke, will ich mir erstmal einen neuen Anzug kaufen. Wow! So allmählich erstecken sie einen dann doch, oder? Wenn gleich das bei mir auch nur so, wow, da ist einer und nicht so, ah! Ich sollte nicht so schreien. Ich sollte vor allem nicht wie ein Mädchen schreien. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen, was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Gut. Der hat sich jetzt die Arme und Beine abgeschnitten.
So, neuer Anzug kaufen. Neuer Anzug. Jetzt sehen wir die schöne Zwischensequenz, die wir schon mal gesehen haben. Und da kommt er raus. Und der ist jetzt noch gepanzerter. Sieht, wie ich finde, auch schon wieder besser aus. Also der Anzug gefällt mir noch besser. Da fühle ich mich auch sicherer drin. Und ich habe so das Gefühl, ich habe mehr Platz. Ja, wie wir sehen, ich habe gar keine Plasma-Cutter-Munition mehr. Wir können aber erstmal die Halbleiter verkaufen. Doch, ich habe ein bisschen Plasma-Energie. Aber wir kaufen hier ein bisschen neue. Wo ist das andere? Da. Ja, okay, das reicht. Gucken wir mal unser neues, großes Inventar an. Naja, so viel Platz haben wir jetzt auch nicht mehr drin, ne? Ich sollte ein paar Medipacks rausschmeißen. Ja, das ist eine gute Idee. So, das große weg. Das mittlere weg. Das mittlere weg. Das mittlere weg. Das reicht, denke ich. Das hier weg. So, das sollte eigentlich alles reichen. Dann nehme ich mir noch ein... Genehmige ich mir noch ein kleines Medipack. Und jetzt, bevor wir auf die Werkbank gehen, fahren wir erstmal nach oben und gucken, was da oben ist. Bestimmt ganz viele böse Necromorphs, die mich umbringen wollen. Weil überall ganz viele böse Necromorphs sind, die mich umbringen wollen. Ja. Okay, eine verschlossene Tür. Also nichts Wichtiges. Da müssen wir wahrscheinlich später noch hin. Wahrscheinlich, da werden wir auf jeden Fall noch später hin müssen. Ihr seht, ab dem Level kenne ich mich auch nicht mehr ganz so sehr aus. Die ersten Level kenne ich wirklich noch auswendig. So, ab an die Werkbank. Dann haben wir hier alles Micromanagement erledigt. So, jetzt haben wir maximale Trefferpunkte. Und wir erhöhen noch unsere Luft. Jetzt können wir noch länger in der Schwerelosigkeit verbleiben. Ja, nicht in der Schwerelosigkeit, im Vakuum. So, Leben aufgefüllt. Boah, das sieht jetzt schon richtig schick aus. Wir speichern da jetzt vorne und werden dann Schluss machen für heute. Und im nächsten Part weitermachen. Also, bis dann.